So, Grüße Leute. Hi. Heute mal wieder mit meinem Freund Andrew Gerz hier. Ihr kennt ihn sicherlich schon aus meinem Video, wo es um meine Nasen-OP ging. Könnt ihr es nochmal kurz einblenden, hinten am Abspann. Und ja, er ist ja sozusagen auch, wie ich damals schon im Video gesagt hatte, mein Posing-Coach. Also sprich, nicht nur einer meiner besten Freunde, sondern auch ein Posing-Coach von mir. Ihr müsst es unterscheiden. Es gibt bei mir einen normalen Coach, mit dem ich meine Wettkampfvorbereitung mache, das Ernährungsspezifische und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn, Andrew, mit dem ich halt das Posen lerne. Das ist halt für mich einfach auch besser, weil er aus Hamburg ist und im Endeffekt mir das Ganze dann zusammen so, ich sag mal, an der Person selbst, so wie sagt man das so schön? Ja, das ist ja so, dass, ist ja nicht, ich muss dir ja nicht beibringen. Ja, es ist einfach immer nur so, dass es immer nur kleine Verbesserungen gibt im Posing, sei es auch in den Grundposen, dass man, weil man muss sowas immer wieder üben. Und der schleicht sich ganz schnell irgendwo ein Fehlerteufel ein und der sitzt dann drinnen. Und dann bauen wir eben halt beide zusammen immer deine Posing-Türen auf. Ne? Und das ist ja Kreativität von beiden Seiten. Mehr Kreativität von ihm, weil ich wirke eigentlich nur immer noch mal helfend ein. Ja. Ja, wir werden heute auf jeden Fall erstmal nur die Grundposen einfach nochmal schön durchgehen, mal einen Formcheck machen. Ihr wollt euch dafür einfach mal mitnehmen, dass ihr mal was seht, jetzt aktuell 8 Wochen vor dem Wettkampf circa, wie sich die Form verhält bei mir, wie das Ganze aussieht. Ja, wir sind jetzt gerade fertig mit Training, wir hatten jetzt vorher noch schön Beinbeuger, ja, Hochvolumen. Ein bisschen Beinbeuger. Übung. Ja, auf jeden Fall ist jetzt gerade voll, mal schauen, wie negativ sich das aufs Posen aussieht, aber wir machen das Beste daraus. Ne? Wenn so die Grundpose ist, dann geht das. Genau. Na, und für die Follower da draußen ist es natürlich auch interessant zu sehen, du jetzt 8 Wochen und wieder von Woche zu Woche sich deine Form verbessert. Genau. Weil das ist ja, nimmt ja noch riesige Schritte ab. Gut, wöchentlichen Formcheck wird es vielleicht nicht geben, aber so, ich denke, so ein Update in 2 bis 3 Wochen, denke ich mal, wird schon wieder drin sein. Und wie gesagt, behalten euch auf dem Laufenden und ja. Ja, dann fangen wir an. Trinken wir noch schnell einen Shake hinterher, genau. Und dann geht's los. Alles klar. Bis, seid gespannt. Ja, der übliche Weg gemacht, ne? Jetzt hier noch ein bisschen. Mal das neue Protein-Juice probiert von Big Sohn. Das ist dieses Erdbeer-Rhabarber. Das ist auch sehr lecker. Also ich habe ja vorher dieses Eistee-Zitrone probiert. Ist auch lecker, aber für mich persönlich finde ich es jetzt nicht so geil. Ich bin halt mehr so der Typ, der so ein bisschen auf dieses, ja, süßlichere steht, sag ich mal. Und dieses Erdbeer-Rhabarber ist schon Schleimer. Naja, aber dieses Erdbeer-Rhabarber ist schon echt lecker. Ne? Das geht gut runter. Mega. Also je nachdem, jeder ist ja anders, jeder hat einen anderen Geschmack. Ne? Oh, willst du nicht den Bällchen nehmen? Nein! Nicht auf dem Bällchen sitzen. Mhm. Gut, dann wollen wir mal. Ich wollte eine Stunde jetzt. Oh Gott. Also mehr zieht es aber nicht aus, ja? Das ist was schon wieder. Bitte? Oh, das ist von mir. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, wir mal Line-Up durch. Und Position von vorne. Hier ein bisschen nach außen drücken, du weißt es, halt verlernt. Schön, das ist ein bisschen mehr Spannung auf. Ja, geht gerade ein bisschen schwer am Beitreten. Aber so ist das Beste. Genau, das ist schön. Schulter ein bisschen nach vorne. Ein bisschen mehr Druck auf den Brustkasten. Ja, so, so, genau so. Los, gut. Für eine Drehung nach rechts. Super. Für den Drehung nach rechts. Mach die mal schön breit. Von unten nach oben aufbauen. Mehr reinlegen hinten noch. Ja, so. So ist richtig. Sehr schön. Schön halten die Pose. Für den Drehung nach rechts. Versuchen wir ein bisschen höher zu kommen mit Oberkörper. Ja, so, genau. Brust sehr gewaltig, sehr gut aus. Bauch noch ein bisschen mehr rein. Sehr gut. Viertel drehen nach rechts. Und wieder Grundposition von vorne. Nein, nein. Versucht immer die Schulter ein bisschen leicht nach vorne. Nur so.
nur so ein Millimeter. Also nicht die Arme so weit hoch, sondern... Nein, so und dann nur hier. Stehst du, was ich meine? Dass du noch ein bisschen mehr Druck auf die Brust kriegst. Ich habe das ja vorher nie so gemacht, weißt du ja. Ja. Ich bin vorher eigentlich mehr so den Fokus auf den Schultergürtel gelegt. Mhm. Weil die Brust, wenn man runtergezogen ist, ist ja eh definiert da. Ja. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Doppel geht's ja von vorne. Ellenbogen etwas höher. Ja. Dankeschön. Seitliche Brustpose. Schön gegen den Oberschenkel drücken, bei Bizep. Brust schön reinziehen. Bisschen noch weiter hier. Ja. So ist gut. Super. Dankeschön. Und die Zapfen. Jo. Und schon mal auf der Seite stehen. Irgendwie. Das ist gerade wackelig jetzt gerade. Ja. Geht nicht. Es gehört gehen, aber und wir drücken gerade die Adduktoren extrem auseinander. Ja. Aber ich glaube, irgendjemand hat hier auch gerade zu viel. Sehr schön. Sehr gut. Und die Flexibilität, da hast du auch noch mehr, wenn du noch Spannung gezogen hast. Ja, und das ist auch wieder. Lässt du die Hand auch besser zu fassen. Vor allem, dann mache ich es bei den Füßen wieder die Schultern schön, dass ich wieder gelegentlich werde. Ja, na, das ist ja das erste Mal, dass die Pose nicht gut ist. Dafür, sagen wir mal, ist die Substanz des Posings noch gut da. Man kann gar nicht verwehren. So, dann lass uns mal die letzten Posen noch durchgehen. Die hinteren Posen? Genau, einmal Doppelbizeps von hinten. Schön. Druck. Hoch. Reinziehen. Sehr schön, super! Mächtig. Dankeschön. Latissimus. Und aufrichten. Ja, genau, schön breit. Super. Sehr schön. Mächtig breit, mein lieber Freund. Dankeschön. Dann Frontansicht. Bauch und Beine. Und schieben den Bauch rein, pressen Luft raus. Ja! Bauch. Luft raus, ja. Sehr schön. Gut. Und noch. Großpassen bleiben wir genau. Liebe Leute, ihr könnt immer sehen, dass nur 7 Grundposen ein Profi-Bodybuilder noch sehr außer Atem drückt. Das ist aber normal. Auf der Bühne stehst du teilweise über 10 Minuten. Ja, nicht nur das. Es werden sämtliche Muskeln angespannt. Das sieht immer alles so locker aus auf der Bühne, aber es ist nicht locker. Fettes Wasserschweinchen, sagt er. Willst du mir insgeheim sagen, dass ich ein kleines fettes Schweinchen bin? Ich will das nicht sagen. Das werde ich ja in den Kommentaren schreiben. Durchaus. Und Andrew, was sagst du sonst? Doch, sehr super, super. Wie gesagt, ist er aber von dem, wie weit er jetzt ist, mit der Definition auf jeden Fall von dem Plan. Da ist es aber auch mehr Manuel seine Sache. Aber definitiv voll im Plan. Und sagen wir mal, Grundposen sitzen noch. Ja. Müssen eben halt je mehr flexibler werden, eben mal an die Feinarbeiten, wenn wir noch eine Stunde angehen. Wie gesagt, sehr wichtig auch die Füße jetzt. Ja, natürlich. Klar. Ja, zu frei was, ne? Ja. Von der Muskulatur. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann kommt natürlich eben halt noch die Kühe, ne? Die muss wieder geübt werden bis zum Abbrechen, auch wenn er sie eigentlich schon kann. Ja, wir machen die einfach vom letzten Jahr nochmal, weil ich sie dann aber da musst du ja trotzdem immer gezeigt habe. Aber ich denke so, ein, zwei Posen, die drin sind, können wir vielleicht die Übergänge noch verschönern, verfeinern. Oder eben halt sagen, okay, pass auf, wir machen da komplett andere Posen rein, die aber trotzdem in Verbindung mit den anderen Posen wieder passen. Ja, muss man sehen, wie es passt. Ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, ich denke, diese eine Pose, die in Klammern, meinen Augen, Rody Winkler Pose, ja, die seitlich runtergedreht, die könnten wir mächtiger rüberbringen. Ich meine, obenrum sah die gut aus, finde ich, aber von der Beinstellung her sah die irgendwie so aus wie, weiß nicht, müssen wir live sehen.
der Schritt da rein, das ist immer so eine motorische Abwicklung von einer Bewegungsreihenfolge. Das ist nicht ganz so einfach zu realisieren, aber kriegt man alles hin, denke ich. Ja, und wie gesagt, egal, auch wenn du sie schon kennst, wir müssen sie üben, weil du musst wieder vollsetzen. Weil jetzt hast du was, was ich ein Jahr nicht mehr habe. Ja, fast, ne? Ja, siehst du. Ne? Und dann, auch wenn man die Kühe kennt und sie auch gemacht hat, so wie Enrico, ist trotzdem am Anfang erstmal alles wieder neu. Ja. Na. Egal, auf jeden Fall, jetzt habt ihr erstmal einen kleinen Einblick gehabt in meine aktuelle Form, in mein Posing, also nicht jetzt Posing, aber die Grundposen einfach mal durchgegangen und ja, wie gesagt, könnt ihr auch gerne mal bei Andrew aufs Instagram-Profil schauen, das blenden wir hier unten mal kurz ein, zu Andrew Gerz World Champion. Ja. Er ist ja auch Vorbereiter und Coach, das haben wir damals in dem Video auch schon erzählt, ja, gab es ein bisschen ausführlicheren Bericht drüber. Und ja, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, gerne unten reinschreiben in die Kommentare und nicht vergessen zu liken und zu kommentieren. Dankeschön fürs Einschalten, macht's gut. Bye, bye. Auf Wiedersehen.